Wir gehen langsam auf Pfingsten zu. Und die Pfingstpredigt von Petrus hat die Welt verändert. Wahrscheinlich wie keine andere Predigt auf der Welt. Und wir können an Petrus sehen, wie der Geist Gottes Menschen verändert. Aus einem impulsiven und unbedachten Menschen wurde einer der größten Apostel. Er erhält gleichsam eine neue Identität durch Pfingsten. Aus einem Feigling, der seinen Herrn verleugnete, wird ein gewaltiger Prediger des Evangeliums. Vermutlich wird Petrus nie vergessen haben, dass er seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Aber er wird auch diesen Blick Jesu nicht vergessen, der ihn in dem Moment ansieht. Wir lesen dann Lukas 22. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich glaube, dieser Blick in diesem Moment, der ist ihm durch Mark und Bein gegangen. Wir wollen heute mal in dem Brief des Petrus lesen, wie er diese Ereignisse verarbeitet hat und wie er den Gemeinden dann das Evangelium erklärt. Petrus schreibt ja an Heidenchristen in der Diaspora. Und schon in den ersten Versen, da macht er deutlich, dass die Adressaten Fremdlinge sind in dieser Welt, dass sie eigentlich zu einer anderen, zu einer neuen Welt gehörten. Und das nicht nur Gottes Sichtweise, sondern so werden sie auch von anderen Menschen wahrgenommen. Diese Christen sind einfach anders. Sie passen nicht in diese Welt. Sie können mit diesen religiösen Systemen der Römer und des Hellenismus wenig anfangen. Sie leben nach ganz anderen ethischen Maßstäben. In einer Welt, die damals ohne Perspektive und ohne Hoffnung war. Für Petrus hängt das wesentlich mit der neuen Identität zusammen, die sie als Christen bekommen haben, geschenkt bekommen haben von Gott. Und darum geht es heute Morgen, um diesen Abschnitt, diese neue Identität, diese Grundlage unserer Errettung aus dem Petrusbrief, neue Identität. Und ich lese uns diesen Abschnitt, 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10, nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Errettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Siehe, ich verwende für das Fundament auf den Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die am Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an anderer Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesen Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Neue Identität in Gott, darum geht es heute Morgen, neue Identität. Und die Christen machen das deutlich daran, dass sie Neugeborene sind, das lesen wir in den ersten Versen, und dann, dass sie lebendige Steine sind. Und dann gibt es noch ein drittes Bild, dass sie Priesterkönige sind. Ich fange mal mit dem ersten Bild an, sie sind wie Neugeborene. Ihr kennt alle den berühmten Glöckner von Notre Dame und wahrscheinlich auch seinen ungewöhnlichen Namen Quasimodo. Den hat er nämlich von dem Sonntag nach Ostern erhalten. Der letzte Sonntag hieß Quasimodogenite. Und dieser Sonntag verdankt seine Bezeichnung der Lesung unseres Textes. Unser Text wurde immer an dem Sonntag nach Ostern gelesen. Kommt nämlich von der lateinischen Übersetzung, da heißt es wie die neugeborenen Kinder, eben auf Latein Quasimodogenite. Zu Ostern wurde vielfach getauft und dann wurde den Täuflingen am nächsten Sonntag dieser Text mit auf den Weg gegeben. Ganz passend dazu, jetzt auch die richtige Nahrung aufzunehmen. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, so heißt es hier in Vers 2. Nun muss man Neugeborenen das Trinken nicht beibringen. Jedes gesunde Baby kann von Anfang an trinken und schreien. Milch zu trinken ist elementar lebensnotwendig. Trink oder stirb. Bei Neugeborenen wird die Situation schon nach einigen Stunden kritisch, wenn sie ohne Trinken sind. Und wenn sie dann nichts zu trinken bekommen, schreien sie ohne Ende. Das ist ein Phänomen, dass so ein kleines Bündel von so ein paar Pfund bis zu 120 Dezibel produzieren kann. Fast so viel wie ein Düsenjet, der auf 130 Dezibel kommt. Und von daher ist gut, dass wir in unseren Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen geistliche Nahrung aufnehmen, die wir zum Leben brauchen. Ja, das ist sozusagen heute Gottes Milchbar, um in diesem Bild zu reden. Hier bekommen wir gesunde Nahrung für die Woche, die uns weiterhilft, zu wachsen und nicht stehen zu bleiben, zugerüstet werden für den Alltag. Wir stehen unter Gottes Verheißung, wenn wir sein Wort mitnehmen, wenn wir es aufsaugen, wie die Milch. Petrus sagt, ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Auch daran wird etwas von dieser neuen Identität deutlich. Einerseits haben wir schon diese Gnade Gottes geschmeckt, wir haben schon Erlösung erlebt. Andererseits werden wir aufgefordert, jetzt auch weiter zu trinken. Seid begierig auf diese unverfälschte Milch. Also es gehört beides zusammen, die Erlösung, die Rechtfertigung und eben auch dann, wie es weitergeht, die Heiligung. Und Petrus warnt uns vor schlechter Nahrung. Vers 1, legt alle Bosheit, allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung. Das passt nicht zu unserem neuen Wesen. Und das passt schon gar nicht zum Wesen Gottes. Und das passt nicht zu Jesus. Jesus und Bosheit, Jesus und Betrug. Jesus war ohne Heuchelei, er war ohne Neid und eben auch ohne Verleumdung. In vielen asiatischen Systemen gehört die Verleumdung, die Denunzierung zum System dazu. Ging vor einigen Monaten durch die Presse, dass in Singapur es angesichts von Corona strenge Strafen für diejenigen gab, die diese Regeln durchbrochen haben.
Die Medien berichteten von einem jungen Mann, der 14 Tage in strenger Quarantäne leben musste. Und nach 2 Wochen verließ er glücklich wieder sein Haus, aber eine halbe Stunde zu früh. Und er wurde sofort von seinen Nachbarn angezeigt, er musste eine enorme Geldstrafe bezahlen, sein Bild wurde ins Internet gesetzt als abschreckendes Beispiel. Wir müssen andere nicht denunzieren, wir müssen nicht schlecht über andere reden. Wir können das nachmachen, was Jesus vorgemacht hat, andere Menschen zu lieben, selbst wenn sie uns nicht mögen. Jesus hat seine Feinde geliebt, sogar am Kreuz. Das ist dieses erste Bild, dass wir lebendige Nahrung aufnehmen, geistliche Nahrung, die zu uns passt, dass wir wachsen im Glauben. Dann gibt es ein zweites Bild, das Bild von lebendigen Steinen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Denn Steine sind per Definition starr und leblos. In Wikipedia heißt es, ein Stein bezeichnet ein kompaktes Objekt aus Mineral oder Gestein. Also eigentlich ein widersinniges Bild, lebendige Steine. Aber Petrus fordert uns auf, lasst euch einfügen in Gottes Bau, in seinen unsichtbaren Tempel. Lasst euch von Gott gebrauchen beim Dienst für sein Reich. Setzt euch ein für Gottes große Baustelle. Alle Steine sind unterschiedlich geformt. Man würde da von Bruchsteinmauerwerk reden. Als ich durch Usingen heute Morgen gefahren bin, habe ich das an mehreren Sockeln entdeckt. Das war Bruchsteinmauerwerk, unterschiedliche Steine, die aber doch eben zusammenpassen. Unterschiedliche Größe, unterschiedliche Form, ganz unterschiedlich gestaltet. Die fügen sich alle zusammen und bilden eben ein wunderbares Bauwerk. Und das große Vorbild ist Jesus selbst. Er ist der lebendige Stein schlechthin. In Vers 4 heißt es, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und dann führt Petrus 3 Zitate an, die das etwas verdeutlichen. Nicht ganz einfach da, diesen Gedankengang in dem Text nachzuvollziehen, aber ihm kommt es auf diese doppelte Funktion der Steine an. Christus ist der verheißene Stein. Und viele haben sich an diesem Stein gestoßen. Das ist das Wort vom Kreuz, das vielen ein Ärgernis ist. Und so hat dieser Stein eine doppelte Funktion. Er bringt Tod oder er bringt Leben. Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Ein Zitat aus Jesaja. Wer nicht an ihn glaubt, der kommt zu Fall. Und umgekehrt hat der Stein auch diese andere Funktion, Leben zu bringen. Jeder, der auf diesem Stein steht, steht eben auf dem Fundament des Lebens. So heißt es dann, anderes Zitat aus Jesaja, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt, der auf diesen Grundstein in Zion gebaut wird. Er ist Fundament des Lebens, Fundament unseres Glaubens und eben auch Fundament der Gemeinde. Und beim Bau eines Gebäudes ist eben dieser Grundstein entscheidend. An ihm muss sich alles orientieren. Alles ist an diesen zentralen Stein ausgerichtet, die Richtung des Gebäudes. Und so sollen wir uns selbst einsetzen beim Bau für Gottes Reich. Und die Christen, an denen Petrus dieser Brief in der Diaspora, in der Zerstreuung schrieb, es waren oft alles andere als repräsentative Menschen. Es waren oft erbärmliche und mitleidenswerte Kreaturen. Sie erlebten dasselbe Schicksal, das auch Jesus durchlitten hatte.
Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber in Gottes Augen eben unendlich wertvoll. Und dieses Bild vom lebendigen Stein mag uns etwas befremdlich erscheinen. Aber für Petrus hatte das eine ganz besondere Bewandtnis. Denn sein Name war ja Programm, sein Name heißt ja Stein. Und Jesus hatte zu ihm gesagt in Matthäus 16, du bist Petrus und auf diesen Stein, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Weiß noch, wie ich vor gut 3 Jahren zum ersten Mal in Rom war, ganz dicht beim Petersplatz, fast in Augenhöhe mit dem Papst, den ich auch noch gesehen habe, und bin dann in dieses Riesenbauwerk gegangen, in dem 20.000 Menschen Platz finden und innen dann an ganz prominenter Stelle dieser Vers aus Matthäus 16. Du bist Petrus. Und das bedeutete für den Apostel natürlich unendlich viel und das erinnerte ihn an seine neue Identität. Nicht an die Verleumdung, sondern an das Wort Jesu. Das ist Grundlage seines Lebens. Du bist nicht der Verleumder, du bist ein Felsen. Das hatte Jesus zu ihm gesagt. Und darauf baut er sein ganzes Leben. Und deshalb kann er auch sterben. Wahrscheinlich ist er ja auch gekreuzigt worden, wie Jesus, wie sein Herr. Aber der Glaube an den Felsen, auf dem er steht, hat ihm eben diese Zuversicht gegeben. Im Leben und im Sterben bleibt er mit Jesus verbunden. Und dann gibt es noch ein drittes Bild, das Petrus uns vor Augen stellt, um diese neue Identität, diese neue Wesenseinheit, die wir mit Gott bilden, zu verdeutlichen. Priesterkönige. Und auch wieder illustriert mit 3 Zitaten aus dem Alten Testament. Zitat aus 2. Mose 19, aus Jesaja 43 und Hosea 1. Und man fragt sich, warum redet Petrus mit so vielen Zitaten? Das macht es ja eigentlich ganz schwierig, diesen Text zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber Petrus adressiert diesen Brief, wie gesagt, eben an Heidenchristen. Und für Petrus war das selbst ja ein langer Weg zu erkennen, dass auch die Heidenchristen vollen Anteil am Heil haben, dass sie völlig gleichberechtigt sind und den Judenchristen nicht nachstehen. Und Paulus muss ihn einmal öffentlich tadeln, weil er sich abgrenzt von den Heidenchristen und im Grunde diese Grenze nicht überschreiten will. Da muss Gott extra eine Vision schicken in Apostelgeschichte 10, diese Vision von den unreinen Tieren, wo Gott sagt, iss, alles, was Gott gemacht hat, ist rein, es gibt nichts Unreines, ein Gleichnis, ein Bild eben für die Heiden, die auch von Gott geschaffen sind und für die Jesus auch gestorben ist. Und diese Zitate wollen das deutlich machen. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass Petrus jetzt nicht die Stellen nimmt, wo es am Ende der Tage um die Erwählung der Heiden gibt. Die gibt es ja auch, viele solche Stellen. Sondern er nimmt gerade solche Stellen, die für Israels Identität ganz zentral sind. Wir haben ja auch in der Lesung so einen Text gehört, wo es um Steine geht und wo dieser Bund mit Gott beschrieben wird. 5. Mose 27, der Bund wird erneuert und das wird auf Stein festgehalten. Israel war das Bundesvolk Gottes. Und jetzt wird das auf die Heiden übertragen. Heil und Leben ist nicht nur Israel vorbehalten, sondern gilt allen, die jetzt an Jesus glauben.
Und Petrus schreibt, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Gerade an dieser ganz prominenten Stelle wird das jetzt auf die Adressaten übertragen, auf die Heiden. Und das ist schon steil. Judenchristen und Heidenchristen bilden zusammen einen Leib, einen unsichtbaren Tempel, ein Bauwerk Gottes, ein königliches Priestervolk. Auch die Heiden gehören jetzt gleichberechtigt dazu. Sie sind ein königliches Priestervolk. Sie gehören zum Königshaus Gottes. Sie haben Anteil an der Herrschaft Gottes. Und sie repräsentieren jetzt Gottes Königsherrschaft hier auf der Erde. Die Heiden sind kein Anhang, kein Appendix, sondern völlig gleichwertig, haben sie Anteil an den Verheißungen Gottes. Und das ist etwas ganz Neues, das Petrus erstmal verarbeiten musste, was auch bei ihm gedauert hat, aber was letztlich auch sein Leben auch bestimmt als Apostel für Juden und Heiden. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Daran sehen wir, Petrus hat jetzt das Evangelium von Jesus voll und ganz verstanden, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Jesu Erlösung gilt Heiden und Juden. Und das sind unglaubliche Verheißungen eben für die Gemeinde, die ja in dem Moment, wo Petrus da schreibt, auch Verfolgungen erleidet, die gar nicht so königlich und repräsentativ aussehen, die angefeindet werden und die das Opfer zu sein scheinen und vieles erleiden müssen. Aber Petrus sagt, das ist nur eine menschliche Perspektive. In Gottes Perspektive sieht alles völlig anders aus. Ihr seid nicht die Opfer und die Verfolgten. In Wahrheit seid ihr Priester und Könige. Ihr seid geadelt von Gott und ihr gehört zum Haus Gottes. In Wirklichkeit ist alles umgekehrt. Die Mächtigen in dieser Welt sind, eure Verfolger, die werden auf diesen Felsen stürzen und umkommen. Aber ihr steht auf diesem lebendigen Felsen. Ihr gehört zu Gottes Bauwerk und habt dadurch die Perspektive für ein Leben, das jetzt beginnt und in die Ewigkeit hineinreicht. Ich habe einen Freund, Martin. Er hat vor über 30 Jahren zusammen mit mir in einer Wohngemeinschaft gewohnt, als ich noch studiert habe. Es war eine Wohngemeinschaft, wo es eine Nachsorge gab für Menschen, die Depressionen oder Psychosen hatten. Sein Großvater hatte sich das Leben genommen, weil er so schwer depressiv war. Sein Vater war durch einen Autounfall ums Leben gekommen und seine Mutter leidet bis heute an schweren Depressionen. Und er selbst war mehrfach in der Psychiatrie, hat dann aber in einer christlichen Einrichtung Hilfe erfahren. Aber er bleibt bis heute eine schwache Gestalt. Und als ich damals studiert habe, kam er jeden Tag zu mir, hat eine Umschulung gemacht und ich stand oft unter Strom, musste Griechisch lernen, Hebräisch Vokabeln. Und in aller Ausführlichkeit musste er mir dann schildern, was er erlebt hatte. Oft schien es mir ganz banal zu sein, aber ich musste mir die Zeit nehmen und wir haben dann zusammen gebetet und so ging es jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und er ruft immer noch regelmäßig an. Eine schwache Gestalt. Manchmal schläft er während der Predigt ein, um dann erschreckt aufzuspringen und er ist eben, ja, einfach jemand, auch dem man nicht Verantwortung übertragen kann. Und ich rief neulich seinen Pastor an und sagte, was macht eigentlich Martin? Und er sagt, ja, ich kann ihm zwar keine Leitung übertragen, aber er ist einer meiner besten Mitarbeiter.
einer meiner besten Mitarbeiter. Er ist treu und sein Herz brennt für Jesus. Er verteilt regelmäßig christliche Schriften und wenn er von seinem Glauben erzählt, was Jesus in seinem Leben bewirkt hat und wie er ihn befreit hat, dann ist das authentisch und dann merken die Menschen, das ist echt. Und diese schwache Gestalt hat mehr Menschen zum Glauben geführt als ich, erzählte der Pastor. Einer meiner wichtigsten Mitarbeiter. Er ist so ein Priester, er ist so ein König, von dem Petrus schreibt. Gottes Perspektive ist völlig anders. Was schwach ist in dieser Welt, was so am Rand scheint, das wird von ihm geadelt, das gehört zu Gottes Königshaus. Es ist unendlich wertvoll, weil Jesus dafür sein Blut vergossen hat. Und so sind wir Neugeborene, sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Deshalb sollen wir uns orientieren auf Gott, auf sein Wort und sollten diese geistliche Nahrung, Milch, auf uns nehmen, aufsaugen und alles andere ablegen, was nicht dazu passt. Und wir sind lebendige Steine, dieses zweite Bild. Wir gehören zu Gottes Bauwerk. Vielleicht haben wir Ecken und Kanten, kann alles sein. Und trotzdem, schaut euch mal so ein Bruchsteinmauerwerk an. Auch schiefe Steine, alles passt da rein und findet seinen Platz. Wir gehören dann zu Gottes unsichtbaren Tempel. Lasst euch da einbringen. Bringt euch ein in Gottes Gemeinde, in sein Bauwerk. Und dann dieses dritte Bild. Wir sind Priester und Könige. Wir haben Anteil an Gottes Haus, Anteil an Gottes Königshaus. Wir sind von Gott geadelt und wertvoll. Und wir haben jetzt einen Auftrag als Priester für die Welt, etwas weiterzugeben. Vielleicht nur mit kleiner, schwacher Stimme. Vielleicht sind wir nur ein kleines Licht in dieser Welt. Aber doch, Salz und Licht für unsere Umgebung. Gott segne euch. Amen.